Das will ich sehen. Was ist passiert? Oh nein. Und damit, guten Tag Leute, Leo hier. Wir spielen Ranked in Siege mit Bomb auf Tower. Das nenne ich mal ein schnelles Intro, um es dann noch eben fortzufahren. Die Videopause ist noch voll im Gange, aber ich habe ja gesagt, dass ein so ein kleines Match oder in Siege halt hin und wieder, das kann ja schon mal sein und das mache ich jetzt auch. Holy shit, um es erstmal so zu sagen. Tower, das habe ich schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Also, weder in Casual noch in Ranked. Ah gut, wir spielen weder noch Sai Lion in dieser Runde, weil Tower ist so eine Map, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass die Community die nicht so geil findet, zumindest wenn ich sie hin und wieder mal gespielt habe, dann sind da meistens Leute am Start gewesen, die haben gesagt sowas wie, oh, da habe ich keinen Bock drauf oder sonst was. Ich finde die Map aber gar nicht mal so scheiße. Wie dem aber auch sei, würde ich jetzt erstmal sagen, wir fangen erstmal mit dem Gameplay an. Gott, ich habe mir Lion geschnappt, weil wie gesagt, Roma werden kommen und das möchte ich ehrlich gesagt verhindern, beziehungsweise nicht, also das kann ich nicht verhindern, aber ich kann verhindern, dass ich eventuell getötet werde und dementsprechend sage ich da noch jetzt erstmal Drohne raus hinlegen, weil da oben. Ja. Meine Intention, die Drohne rauszuschmeißen, war gut. Ich hätte aber vorher schauen sollen, wo ich sie hinschmeiße. Also an dieser Stelle ist ja schon mal richtig pristine gutes Gameplay am Start, Leo. Sowas, ja. Kein Kommentar. Egal, wir müssen jetzt irgendwie runter und das werde ich auch machen. Indem ich jetzt erstmal aber die Drohne aktiviere. Damit wir uns einigermaßen safe bewegen können, weil safe ist natürlich relativ, aber wenn die Drohne von Lion halt aktiv ist, kann sich der Gegner wenigstens nicht bewegen und wenn doch, wird er halt aufgedeckt. Ist ganz praktisch. Ach, da ist auch die Bombe drin. Ich wollte gerade sagen, da ist einer am Roam. Aber ist er nicht, da ist die Bombe drin. You have dropped the diffuser. Wie machen wir's? Ich werde nochmal die Drohne launchen, weil das ist mir gerade ein bisschen zu unsicher. Fuck. Diffuser has been recovered. Yes! Ich hab's gerochen, dass er irgendwo am Start ist. Jackal hat einen getrackt, aber auch der ist noch irgendwo im Nirgendwo. The diffuser is no longer in your possession. Der ist um die Ecke. Den holen wir uns. Scheiße. Komm schon, Leute, mach keinen Scheiß. Finding our rats. Ah, hätte ich nicht so machen sollen. Ha, Scheiße! Ja, das meinte ich. Ich hätte langsam darauf zuschleichen sollen und ihn dann holen sollen. Jetzt haben wir halt kassiert. Scheiße. Ich muss mit meinem Team reuniten aus dem ganz einfachen Grund, weil ich bin One-Shot. Egal, was mich jetzt abschießt. I think somebody's roaming. Bunny is roaming. Alright. Ja, denn doch. Ach, Scheiße. Ich hab geschossen, ihr habt's gesehen. Er hat leider nichts abgefangen, aber was soll ich auch sagen? Es war ein neues Leben. Gucken wir uns das nochmal an hier. Ja, ist einfach schade. Kann man nichts machen. Good try. Ja gut, schade, haben wir verloren, war aber auch abzusehen, weil wir wurden einfach schon viel zu sehr im Early Game, sag ich jetzt mal, auseinandergenommen und der musste dann noch rein, hatte auch weniger Zeit. Ja, scheiße gelaufen. So, Ella ist am Start, wir schauen uns mal um. Bandit, could you maybe destroy those walls? So, wir müssen erstmal schauen, da möchte ich ganz gerne Löcher drin haben, damit wir die zwei Bomben connected haben, damit der Gegner sich nicht einfach on-spot schleichen kann. Ich werde jetzt erstmal hier wunderbar verstärken. Was ist denn entstärken? Entstärken ist, wenn man das Ding wieder abbaut. Und, ja. Wir nehmen uns das nächste Loot. Ich muss gerade nachdenken. Wir spielen halt Ela, habt ihr schon gesehen. Und ich frage mich gerade, wo ich am besten meine Minen hinpacke. Ich glaube, ich werde mehr on-spottig spielen. Also man kann ja als Ela locker roam. Aber ich glaube, ich werde lieber auf dem Spot bleiben. Arschlecker. Gut, mache ich hier zu. Ja. Okay. Na, verdammt, sorry. Wusste ich nicht. Doch, ja, hätte ich wissen können. Egal, wie dem auch sei, wir werden on-spot bleiben. Das heißt, ich werde meine ganzen Teile hier so deployen, sage ich jetzt mal, dass wir halt eher auf dem Punkt bleiben, anstatt zu roam. Zwei habe ich noch. Boy. Das will ich sehen. Was ist passiert? Oh,
nein. Oh, Digga, sowas kannst du doch nicht machen. Ja, Leute, was soll ich sagen? So kann eine Runde ganz schnell vorbeigehen. Ja, geil. Ja, gut. Die Runde war von Anfang an nicht so gut und die haben wir jetzt auch letztendlich verloren. Also es war schon mal nicht so geil, dass der Carsten mir quasi erstmal schön in der quasi Anfangsphase in die Fresse geschossen hat. Wäre nicht, doch, es wäre immer schlimm gewesen, ja. So, hoffen wir jetzt mal, dass wir ein bisschen weniger an Tinkel sterben. Ich habe tatsächlich nochmal Leon genommen. Leon, das wäre jetzt ja sowas von Französisch ausgesprochen. Lion genommen, weil ich glaube, das ist schon ein echt guter Pick für diese Map. Erst recht, wir haben da noch einen Jackal im Team. Ich denke, die Kombi ist einfach ganz gut, weil Jackal kann ja Leute aufspüren. Und angenommen, er hat eben Leute aufgespürt, dann kann man ja gucken, ob ich dann zum Beispiel meine Drohne raushole. Und dann zwingt man den Robber nämlich quasi dann, sich entweder zu bewegen oder er bleibt halt am Punkt, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben recht hoch. Oh, Leute, die Drohnen hier, die fallen wie Fliegen. Gott, ich werde jetzt exklusiv... Nee, doch, keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich werde mit dem Team mitgehen. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Exklusivwort da machen wollte, beziehungsweise mit dem Diffuser. Weil, ja, wenn irgendwas passiert, dann möchte ich ganz gerne meine Drohne zünden, damit auch wirklich das ganze Team davon profitiert. Ist immer so eine kritische Sache, sage ich jetzt mal mit Teamplay. Zumindest mit Randoms halt. So, wir gucken aber erstmal, ob wir nicht einfach umgebracht werden, wenn wir hier runtergehen. Sieht clear aus, auf dieser Seite zumindest. Ja, gut. Erste ist schon down. Da muss ich gleich auch nochmal reingucken. Sieht gut aus. Oh, I think there's somebody roaming because... Yeah, somebody's roaming. Seht ihr, das meine ich. So, den ping ich jetzt mal. Um zu wissen, dass er da ist, weil der da aufgeschossen. Interessant gemacht. Ah, well done. Sehr gut. Der ist da quasi instant hingegangen und ist dann auch gestorben. Scheiße. Second one roaming. So, jetzt ist Zeit. 3, 1. Movement detected. Gott. Erstmal wieder ruhiger spielen. Ich wollte ihn gerade tatsächlich holen, sag ich jetzt mal. Naja, ich glaube, das ist eine Claymore, die ist nicht gut gesetzt. Egal. Ab hier rein. Ich gehe wieder mit dem Diffuser. Schiss da hinten. Gut, ich mach nochmal, wir haben halt noch zwei, die eine spare ich mir dann, falls wir was auf dem Spot machen wollen. Einfach damit wir jetzt nochmal kurz pushen können. Ah, ich glaube, das war keine gute Idee. I can, but from the east side. You've been spotted, hier ist eine Kamera. Gut, ich muss zu meinem Team, sonst vernehmen wir das hier. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht sprinten, weil ich weiß nicht, wer hier alles auf der Etage ist und hinterher hören die mich dann. Sehr guter Schuss. Kacke, ich wünschte, ich hätte die Claymore noch. So, wir chillen jetzt hier. Please play on time. Das ist nicht time. Rocky Spunky. Scheiße! Super, das will ich sehen. Wie hat der mich gesehen? Wie hat er mich gesehen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ah ja, super. Jetzt kriege ich nicht die Killcam. Ich habe keine Ahnung, wie er mich gesehen hat. Aber ganz solides Spiel von mir in dieser Runde. Gut. Derselbe Raum, wo ich gerade schon richtig schön in die Fresse geschossen wurde, aber ich habe an dieser Stelle mal Kapka angenommen. Ich weiß es nicht. Ich dachte mir einfach mal, angenommen, der Gegner hat Schilde, dass ich da eventuell ein bisschen was gegen tun kann, dass ich sie zumindest ein bisschen aufhalten kann. Wir müssen mal gucken, ob das klappen wird. Ich schaue jetzt erstmal, ob der Gegner eine Twitch hat, weil ich habe keine Lust, meine Traps, das war richtig schlechtes Aiming. Ich habe keine Lust, meine Dinger zu verteilen, um die dann direkt wieder kaputt schießen zu lassen. Aber ganz ehrlich, I'm gonna go for it, weil die Zeit ist jetzt auch wiederum knapp. Wir haben kein Castle, nein, das heißt, ich kann jetzt ruhig zumachen. So. Ich werde zuerst, wenn ich jetzt schon dabei bin, A, vernünftig absichern.
Ah, komm schon. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass hier keiner reinschaut, beziehungsweise ich weiß nicht, was das Team vorhat, aber ich denke nicht, dass wir peeken sollten, weil der Gegner ist zu stark dafür. So, auch hier nochmal eine Booby-Trap. Damit zerstöre ich dann den Jammer, das ist schade, aber naja. Zwei. Ah, fuck off, du Kevin. Das heißt, wir halten uns mal einen Jammer näher auf. Weil man kann ja... Also, der Kirby kann einen anrufen, aber erstmal in der Jammer näher, so wird man tatsächlich nicht angerufen. Das geht nicht. Ist ganz praktisch. Ich werde jetzt ganz ehrlich, ich werde den Winkel jetzt hier ein bisschen halten. Ich hoffe, ich habe den Vorteil, weil mit einer Drohne kann man ja theoretisch... Seht ihr das? Ich wurde nicht getaggt. Ah, der hat Twitch. Sah ganz schlecht, die haben Twitch. Das heißt, meine Fallen könnten kaputtgeschossen sein. Worden sein, das war schlechtes Deutsch. Scheiße. Weißt du was? Ich halte jetzt hier meinen Winkel. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinlaufen soll, beziehungsweise. Okay, jetzt ist Bedarf, jetzt ist Bedarf. Scheiße, die gehen auf A. Ja. So, jetzt beten, dass da keiner drin ist. Könnte sonst ein bisschen unangenehm werden. Eben den Rauch ausnutzen. Oh, they got a shield. Ich sag uns, wir gleich einen Blitz begrüßen. Kacke. Ich mag es nicht, was hier gerade passiert. Oh, Luckshot. Ja, Blitz. Wir warten eben, bis er in die Trap reinläuft oder sie kaputt macht. Da davor. Komm schon. Ich weiß nicht, ob die noch da ist. Das ist das Problem. Ja, super. Scheiße. Die Falle war kaputt. Ach, kacke. Das haben wir verloren. Das war ein sehr schlechtes Match. Das war ein sehr... Oh, okay. Trotzdem, ich bin mal gespannt, wie er das jetzt schafft. Ich würde es begrüßen, wenn er es schafft. Schade. Hat sich ganz gut im Zweikampf gehalten. Aber das war ein sehr schlechtes Match. Also ich finde, ich habe echt solide gespielt dafür. Das guckt euch mal das Team an. Da haben 2-0 Kills. Was soll ich da machen? Ja, aber rein vom Gameplay her war es eigentlich ganz gut. Haben ein paar solide Sachen gemacht. Aber das war angebalanced und das war kein sonderlich gutes Match. Wie dem aber auch sei, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.